Na, was ist jetzt? Conectado. Yelena, Dani hier. Ich hab dich eingestöpselt. Mach dein Ding. Muy bien, dann heizen wir den Ding mal ein. Ganz genau. Was bedeutet das mit anderen Worten? Okay, 50% gehackt. Yelena, ist aber auch niemand mehr, irgendwie beschleunigen. Hacken ist eine Kunst, Dani. Helf mich nicht. Okay, okay. Muss ja auch nicht. Hier ist ja auch niemand mehr. Zum Glück haben wir alle erledigt hier in diesem Areal. Was machst du? Nichts. Wir können chillen. Hier passiert ja eh nichts. Wir sind drin. An jedem Becken gibt es einen Überlaufkontrollschalter. Leg die um und. Und kaboom. Ja, aber es wird etwas dauern, bis die Becken explodieren. Okay, kein Problem. Also pass auf, dass keiner diese Schalter anfassen kann. Oh. Hier. Warnung. Der Druck hat ein kritisches Niveau. Versuchen wir es. Oh, oh, oh. Hey, vielleicht sollte ich hier weg. Das ganze Becken explodiert? Ich glaube, ich sollte tatsächlich hier weg, oder? Keine Ahnung. Ich mach. Oh, oh, oh. Ich mache einfach mal die anderen auch an, weil das scheint ja ein bisschen zu dauern. Okay, wir haben es fast geschafft. Ja, gut, gut, gut. Musik in meinem. Oh, Olosu ist. Wer ist hier der Manager? Ist in Rage. Wir wissen, was da verdammt nochmal vor sich geht. Let's go. Warnung, der Druck hat ein kritisches Niveau erreicht. Nur noch eins, oder? Da hinten. Oh mein Gott, mein Headset fliegt hier gerade weg. Ich höre nichts mehr irgendwie. Hallo? Was geht denn jetzt ab? Okay, es geht wieder. Oh, was war das? Zum Glück hat mich niemand angegriffen. Oh, Lucio passt auf uns auf. Okay. Hält sich mal jemand bei mir und klärt mich auf? Sofort, ich zahle eure beschissenen Gehälter. Ihr Senior McKay, ich glaube, das war's. Okay. Das ist der letzte. Warnung, der Druck hat ein kritisches. Verdammt, ich kriege Werte angezeigt, die jenseits von Gut und Böse sind. Warum ruft mich niemand an? Ruft mich sofort an, sonst seid ihr gefeuert. Oh, ich glaube, die sind um einiges schlimmer als gefeuert. Oh mein Gott. Was ist denn los? Shit. Ja, weg hier. Oh. Oh, Lucio, du machst das, ne? Eli? Na komm. Oh yes, Baby. Oh, Lucio ist am Boden. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Warst du das etwa? Du Drecksack? Du bist erledigt. Ich muss mich erst mal heilen. Okay, wir sind fast fertig. Du hast die Pipeline zerstört, aber es wartet noch das Toxiflow Reactant Ultrafiltration Downstream Osmometer. Was? Toxic. Ich bin der Assessor. Du findest es im Lager. Das habe ich bereits für Lucky geöffnet. Sie sollte dort sein. Bin schon unterwegs. Okay, wir sind auf dem Weg. Okay, wir haben das hier alles zerstört. 64 Meter. Trifft Lucky Mama im Lagerhaus. Was werden wir tun? Kann ich hier hoch? Oh, ich kann aber hier. Nice. Das sind unsere Leute. Er nicht. Alles okay. Oh. Komm mal. Warum schießt der auf uns? Der ist von diesem Zeug benebelt gewesen. Gute Arbeit mit den Betten. Na klar. Jetzt greifen wir das Herz an. So ist es. Oh, Lucio. Ganz genau.
Aber du stimmst wohl. Oh, Olusu? Schnappst du ihn dir? Nice. Okay, der hat's hinter sich, glaube ich. So, dann komm mal mit. Oder ich komm mit dir mit. Bis zum Ende. Los, nicht einatmen. Was soll ich tun? Komm her, Olusu. Was soll ich tun? 100% vernichte das Toxi-Reaktor Ultrafiltration Osometer. Oh, Moment, das ist gar nicht hier, oder? Das ist da drin. Okay, da gehen wir da hin. Wow! What the fuck, man? Nice. Sehr schön, Olusu. Adieu. Haben wir die erwischt? Ich glaube, ja, Olusu macht das schon. Wie kann ich das Ding jetzt zerstören? So, wahrscheinlich, ne? Okay. Ich hoffe, ihr bringt das in Ordnung. Na klar. Wenn das diese beschissenen Libertad-Spinner sind, hetzt ihnen eure Soldaten auf den Hals, klar? Mhm. Irgendwas ist mit meinem Headset nicht richtig. Egal, das muss ich gleich korrigieren. Oh, das Ding. Alles mal zerstören. Ich werde alles vernichten. Arschgesichter! Ich streiche euch die Krankenversicherung! Erstickt doch alle an dem Gift! Ich glaube, McKay ist... Wow! McKay ist nicht begeistert, glaube ich. Was machst du denn da? Ja, dreh dich im Kreis. Das macht absolut Sinn. Ich habe das Gefühl, mein Headset ist irgendwie falsch. Ist irgendwie falsch eingestellt. Ich weiß nicht warum. Egal. Das kriegen wir schon hin. Wie viele von euch kommen eigentlich hier? Oh, da ist nur ein Ding. Ja, es sind nur einige von den Dingern. Dann hast du gar nichts mehr! Ich ruiniere dich und dein dummes Land und deine beschissenen Rucksack-Rotznasen! Na klar doch. muss ich jetzt darauf schießen? Olusu ist am Boden? Nee, das geht nicht. Moment. Einmal komm her. 12% das Ding noch. Haben wir hier noch irgendwo so ein Ding, so ein... Ich sehe von hier jetzt nichts mehr. Okay, wir müssen das Ding wahrscheinlich einfach abschießen, oder? Prozent? Wir sollten vielleicht hier raus? Was ist jetzt? Was, du Abrucksack? Sag Adios zu einer blühenden Zukunft! Ja, ich sag Adios zu dir, mein Freund. Sehr schön. Ja, aber nicht alleine. Ich bin stolz auf dich. Danke. El Tigre wäre auch stolz auf dich. Wir brauchten nur ein bisschen Glück. So. Okay, das hätten wir. Ich frage mich, ob wir das hier... Das müssen wir nicht mehr machen, oder? Oh. Was ist das hier? Stark verblasstes Gekritzel. Team. Gebt das an alle Schichten weiter. Wenn dieser Yankee McKay unsere Arbeitskraft einsetzt, dann nur zu unseren Bedingungen. Selbst wenn Anton den Kauf durch McKay Global bewilligt hat, wissen wir doch am besten,
wie dieser Laden läuft. Und dass die neuen Quoten zu extrem sind. So, Moment, ich muss mal gerade schauen. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen in meinen Einstellungen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal. Einzelne Beschwerden scheinen wie von Zauberhand zu verschwinden. Also müssen wir uns versammeln und unsere Bedingungen klar machen. Wir haben versucht, McKays Leuten zu zeigen, dass man mit uns reden kann. Jetzt müssen wir ihnen zeigen, dass wir auch anders können. Und dass wir uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Umberto hat das nämlich gesagt. Und ich hoffe, McKay versteht jetzt, was hier los ist. Ich denke schon, so wie er sich aufgeregt hat. Da bin ich mir sicher. Was ist denn jetzt unser Ziel? Was sollen wir machen? Was ist denn das Ziel? Es ist immer noch voll die Kampfmusik. Das ist einfach abgeschlossen. Das ist einfach abgeschlossen jetzt. Ich hab keine Ahnung. Moment. Ich muss mal gerade mein Headset ein bisschen justieren. Bis gleich. Also irgendwas hat nicht gestimmt. Die Musik hat nicht aufgehört. Und sie wurde immer lauter. Ich habe einfach mal den letzten Spielstand geladen. Das hört sich schon um einiges besser an. Danny, oh. Du wirst es nicht glauben, aber bevor wir McKay am Hafen angegriffen haben, hat sich Clara was von mir gewünscht. Und sie hat irgendwie recht. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir haben die Chance, was noch Größeres zu machen. Wenn wir Castillos Ölreserven in El Este zerstören, wird seine Armee auf der ganzen Insel Schwierigkeiten bekommen. Aha. Klingt gar nicht so schlecht. Nimm dir die roten Tanks in La Jolla vor. Ein paar Guerilleros werden dir helfen. Ich schicke ihnen Fotos, damit sie wissen, was sie angreifen sollen. Vielen Dank. Okay. Deportiert. Wir haben einen neuen Einsatz bekommen. Interessant. Huch. Da sind die Fotos. Die Dinger? Die haben wir doch schon mal gesehen. Ich meine, die haben wir schon mal gesehen. An so größeren Raffinerien. War das nicht so? Okay, La Jolla. Das sind 4 Stück insgesamt. Ja, sollten wir machen, ne? Deportiert. McKay Global wurde hart von La Moral und Libertad getroffen. Die Zeit ist reif für einen Großangriff auf den Hafen. Der Kolonialismus auf unserer Insel muss ein für alle Mal enden. Da bin ich absolut dafür. Und unser Wagen steht hier auch schon um die Ecke. Sehe ich gerade. Das finde ich gut. Da hinten ist er. Dann fahren wir doch damit einfach mal zu den Stationen. Oder? Warum auch nicht? Was ist das nächste? Der hier, ne? Wir klappern die mal von Nord nach Süden ab. Yes! Ricky Martin! Sorry für meine wunderschöne Stimme, aber ich konnte es nicht lassen. Okay, wir mussten hier rechts abbiegen. Muss man jetzt hier links? Warum kann ich nicht einfach auf der Straße bleiben? Warum kann ich das nicht einfach machen? Okay. Komm schon. Na los! Bitte komm da raus! Ich bitte dich! Ja, danke. Ich musste da raus. Es tut mir leid. Ich musste da einfach raus. Und ich muss hier rein. Wieso gehe ich nicht durch die offene Tür einfach? So, Paria, Notice of Removal. Jetzt wachen die Oluwas über mich. Die Oluwas wachen sowieso die ganze Zeit über mich. Eine Schatulle. Was haben wir hier Schönes drin? Weißt du, so eine coole Schatulle und da ist eine Sprühdose drin. Ich werde nicht schlau daraus. Ich werde absolut nicht schlau daraus. Komm ich hier rein? Nö. Ein Pferd. Ja, ein Pferd könnten wir nehmen, aber ich will eigentlich
Ganz ehrlich, ich will mit diesem Ding hier fahren. Oh. So. Ich will damit rumfahren. Es ist... Oh mein Gott. Hier ist aber auch keine Straße, weißt du? Ich hasse es. Ich hasse es, dass hier keine Straßen sind. Tschüss. So, komm mal her. Danke. Na, gerne doch. Hier ist noch so ein Götzending. Wo ist es? Ja, schön. Unglaublich. Unglaublich, als hättest du das noch nie gesehen vorher. Okay, und ich fahr weiter. Okay, sie hat angefangen zu schießen. Das war nicht ich. Und da ist schon das erste Silo. Ja. Okay. Dani, da schießen welche auf die großen Tanks in deiner Nähe. Das ist doch gut, oder? Kann ich nicht mit meinem Geschütz einfach da drauf ballern? Geht das nicht? Kämpf oder lauf weg. Ich laufe. Ich laufe weg. Aber sowas von. Das ist, nee. So, sorry. Wir müssen das nächste Ziel einfach mal anvisieren. Wir müssen ja nicht immer kämpfen. So, ich liebe es. Wir machen uns auf den Weg zum nächsten Silo. Wir machen das aus unserem Geschütz heraus, würde ich sagen. Da müssen wir nicht mal... Spezialeinheiten haben die Spur verloren. Wunderbar. Wir sind auch viel zu schnell. Wir sind auch viel zu schnell, muss ich sagen. Ich muss mal gerade justieren hier wieder. Mein Headset heute ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ganz komisch. Aus dem Weg. Ich will gar keinen Ärger mit dir. Okay. Ja, ich bin ja dabei. So, Geschütz verwenden. Ich hoffe, das geht jetzt. Das war's schon. McKay versucht zu verhandeln. Oh, Moment. Aha. Was, wenn ich dir sage, dass die Insel besser sein könnte? Liest du mir gerade eine von Castillos Reden vor? Nein, ernsthaft. Meine Urgroßeltern hatten ein brutales Leben. Sie flohen von einem Land in ein anderes und dort haben sie etwas aus sich gemacht. Ihren Reichtum vererbten sie der nächsten Generation, meinen Eltern. Die wurden dann auf und vererbten mir alles. Mhm. Okay. Ich soll also in ein anderes Land ziehen. Das würde ein paar dringende Probleme lösen, aber nein. Du kannst in Yara bleiben. Aber Castillo will ja etwas verändern, wirklich. Ich rede täglich mit ihm. Er will den Wandel zu stellen. Manchmal ist es besser, mit der Strömung zu schwimmen. Ich soll die Verhaftung nun einfach akzeptieren? Das Paria-System? Die Hinrichtungen? Jedes moderne Land in der Weltgeschichte hatte auch dunkle Stunden. Heutzutage ist der Unterschied nur, dass jeder es filmen und streamen kann, damit sich die ganze Welt darüber aufregt. Sogar meine Heimat, Kanada. Recherchier mal, was die mit der indigenen Bevölkerung gemacht haben. Und das Fracking erst. Aber hey, niemand ist perfekt. Rede so viel du willst, aber du bist nichts als ein verdammter Eindringling. Das stimmt. Versuch noch weiter die harte Tour. Sieh, wohin dich das in ein paar Generationen bringt. Denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Alter, ich treffe die nicht. Oh. Ja, das war besser. Ohne zu zielen, trifft man irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Warum ist das so? Verstehe ich nicht, aber muss ich auch nicht. So, ich guck mal gerade. Ich glaube, wir haben nur noch... Was ist denn... Warum ist denn da immer noch was? Moment, wenn ich erstmal hier bin. Ich mache erstmal das hier. Warum ist denn da immer noch was? Das verstehe ich nicht. Hier haben wir noch ein paar Silos. Rojas, wir greifen die Silos beim Tanklager an. Okay. Danke für die Info.
komplett zerstören, oder was? Danny, der Angriff auf den Hafen beginnt. Es wird Zeit, McKays Invasion unserer kleinen Insel zu beenden. Lassen wir den Yankee dafür bezahlen, was er uns angetan hat. Castillos Herrschaft über Leste ist vorbei. Okay, Moment, ich guck mal gerade. Also hier ist nichts mehr. Ach, kommen neue Silos dazu, oder was? Okay. Ja, gut. Dann ist das so. Dann fahren wir wieder zurück. Ups. Schnell weg hier. Wer schießt denn da? Ja, das sind ganz normale Soldados. Die sind mir vollkommen schnuppe. Unsere Scheibe, ey, die ist schon voll zerdeppert. Naja, ich meine, wir befinden uns hier mitten im Krieg, ne? Es ist klar. Es ist einfach klar, dass hier ein bisschen geballert wird auf uns. Ja, auch auf uns. So, aber wir kriegen das ganz gut hin. Wir kriegen das sehr, sehr gut hin, muss ich sagen. Vor allem, weil wir hier im Auto eigentlich bleiben. Wir werden nicht mal aussteigen. Unser Geschütz ist so stark, das macht die ganzen Silos einfach dem Erdboden gleich. So rum. Sorry. McKay, bist du im Hafen? Das bin ich tatsächlich. Was? Ich sitze hier sicher in meinem kleinen Panikraum. Von den Russen gebaut und nicht zu öffnen. Ich warte einfach mal auf Castillos Verstärkung. Oh, klasse. Ich komme vorbei und sag Hallo. Wenn du allein kommst, können wir gern die Lage besprechen. Ich bin unbewaffnet. Ich nicht. Ich nicht. Ja, wir drohen ihm natürlich. So, aber ist das jetzt kaputt hier? Okay, jetzt ist es kaputt. Ich finde es sehr gut, dass wir unendlich Munition haben. Was ist das? Da kommt ein Heli. Ah, das ist keine gute Idee, gegen uns zu kämpfen, mein Freund. Tschüss! Adios, Helikopter! Da ist noch so ein Silo. Ich hau einfach mal drauf. Sehr schön, sehr schön. Haben wir hier noch was? Hier ist nichts mehr. Was? Hier ist nichts mehr? Zerstöre Castillos Benzinreserven. Ach, da hinten ist noch was. Okay. Okay, da hinten sehe ich auch noch was. Naja, ich komme da, glaube ich, nicht dran, oder? Doch, komme ich. 86% hätten wir. Da guckt noch einer raus. 90%. Sehr schön. Oh, guck mal hier. Hallo. 100%. Nice. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und jetzt? Was ist jetzt noch zu tun? Was können wir jetzt machen? Erzähl. Oh mein Gott, ey. Ihr könnt es doch nicht lassen, oder? Schön, dass wir unendlich Munition haben. Mehr drauf. Da komm schon. Okay, den hätten wir also auch. Volltreffer. Ich sollte mich dem Angriff auf den Hafen von La Yucha anschließen. Und da stehen wir auch schon direkt davor. Weißt du was? Ich fahre da nicht hin, ich gehe da hin. Weil das sieht eher so aus, als ob wir da zu Fuß hinlaufen sollten, oder? Habe ich so das Gefühl. In seinem Panikraum ist er also. Da bin ich mal gespannt. Dass sich McKay im Lagerhaus versteckt. In seinem Büro. Mhm. Dieser Hijo de Puta gehört mir. Dieser Hijo de Puta. Der gehört sowas von mir. Oh, die Soldados, die haben doch keine Ahnung. Die wissen noch gar nicht, was denen blüht. Oh. Es ist
Die haben schon aufgegeben. Die haben schon aufgegeben. Die haben eh keine Chance. Was findet sich? Wenn ihr euch jetzt nicht gegen die Gorilla durchsetzen könnt, verliert ihr. Jetzt macht schon und kämpft für Castillo. Was für ein fucking Panzer. Okay. Den Panzer muss ich... Ich kann ihn nicht anders besiegen, außer so. Spawnen die da immer wieder, oder was? Okay, die spawnen da immer wieder, ne? Ja, das ist ja... Das ist ja blöd. So, tschüss. Wie unsinnig ist das denn? Okay, das bringt gar nichts. Wir sollten einfach uns aufmachen jetzt Richtung Lagerhaus, wo sich dieser Idiot, dieser Clown einfach versteckt. Oh, wenn ich es machen kann, werde ich mein Puma auf ihn loshetzen. Okay, wir müssen hier reinkommen irgendwie. Wie kommen wir da rein? Das sind einfach zu viele! Dani, ich weiß ja nicht, wie Libertad das sieht, aber La Moral macht keine Gefangenen. Okay. Vor allem nicht McKay. Vergiss das bloß nicht. Ja, hab ich auch nicht vor. Oh, Lusso, was machst du da? Ich geh mal da hoch. Weil da ist die Mission. So, bevor wir da reingehen. Kleinen Moment. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Ich probiere es mal. Komm ich hier rein? Man kommt einfach rein. Ich dachte, das ist ein Panikraum. Okay, das ist wahrscheinlich noch nicht der Panikraum, oder? Wie läuft's denn so? Hör zu, bin spät dran, also. Oha. Mierda. Müssen wir jetzt abhauen? Oh, halte die Frachtschiffe auf. Was? Womit? Jelena, McKay war gar nicht da. Das Büro war eine Falle. Verdammt, dann war der Informant ein dreckiger Verräter. Wenn ich irgendwas übersuchen weiß, dann, dass ihn nur ein... Ich nicht gut laufen. McKay muss auf einem dieser Schiffe sein. Sind hier nicht Boote? Da hinten sind Boote. Okay, Moment. Verdammt, komm schon! Jelena, wenn der Yankee auf dem Schiff war, ist er jetzt sicher tot. War er aber nicht. McKay ist auf dem anderen. Was? Bist du dieses Mal ganz sicher? Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Sie ist selbst auf dem Schiff und hat Sichtkontakt. Bin unterwegs. Auf dem da? Wird sich melden. Okay. Okay, das hat ganz gut geklappt. So. Na komm, wir müssen dieses Frachtschiff aufhalten. Es hilft nichts. Jetzt beruhig dich mal. Wir werden diesen dicken Yankee erwischen. Hallo Schätzchen, ich habe gute Nachrichten. Mein Chamäleon auf dem Schiff hat den Motor sabotiert. Sie sagt, es gibt ein Loch. Gut. Ah, alles klar. Du und deine Chamäleons sind einfach wunderbar. Ja, echt. Oh mein Gott. Aber sag es ihnen nicht, sonst wollen die noch eine Gehaltserhöhung. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Alter, ich sehe nichts. Okay, cool, das hat geklappt. Alles klar, dann schieße ich mir mal den Weg frei. Viel Glück, Schätzchen. Verstanden. Ich bin doch schon längst drin. Geschafft. Wenn du McKay findest, lass ihn leiden. Darauf kannst du aber Gift nehmen. Oh mein Gott. Warum ist das so laut? War das gerade so laut oder war ich so laut?
Oh, kommt mal her jetzt. Das ist alles sehr, sehr laut hier gerade. Hier sind die Maschinen zu Wachen. Ich glaube, auf dem anderen Schiff war noch mehr. Und McKay? Ich guck mal oben nach. Oben? Okay. Okay. Wir müssen natürlich die ganzen Soldados hier erstmal erledigen. Und erstmal heilen. Oh Gott. Was für eine kranke Mission. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Scheiß drauf. Gut. Kämpf oder lauf weg? Wohin soll ich denn weglaufen? Jetzt mal ernsthaft. Ich versteck mich überhaupt nicht. Ich bin hier auf euer Schiff gekommen. Ihr habt euch echt angestrengt, aber es ist noch ein Schluss. Aber ein zweiter Platz beim Was war das denn? So ein Scheiß. Zieht lieber die Uniform aus und wechselt auf die Gewinnerseite. Okay, gut. So, diesmal bitte ohne, dass ich hier runterfalle. Das wäre ganz nett. Weg mit dir. Okay, Stealthen ist vorbei. Die Zeit zum Stealthen ist vorbei, Freunde. Ja, die schießen auch gar nicht zurück. Also im Ernst, jetzt war eine tolle Zeit, Jungs. Aber wenn es euch nichts ausmacht, müsste ich mit dem Rucksack mal ein paar Dinge besprechen. Ich glaube, er bekommt langsam Panik, oder? Oh, Lusso ist auch da, sehe ich gerade. Sehr gut, sehr gut. Komm mit. Wir können noch gewinnen. Wo müssen wir hin? Hier hoch. Okay. Jo, jo, jo. Kriegen wir hin. Wie komme ich da rein? Hier vielleicht? Nö. Aber hier. Interagieren. Let's go. Na schön, Juan. Der Rucksack ist hier. Danny, die Lage hat sich verändert. Das will ich jetzt nicht hören, Juan. Oh oh. Er ist eine Warze am Arsch eines Wiesels. Aber wir haben einen Deal. Was? McKay bietet uns einen Riesenhaufen Kohle an, wenn wir ihn gehen lassen. Wir reden über echt viel Geld hier. Das bekommt nie klares Segen. Überlass sie mir. Wir beide wissen, dass der echte Krieg erst losgeht, sobald Castillo tot ist. Und diesen Krieg gewinnt man nicht ohne Cash, glaub mir. Aha. Mit Kugeln haben wir ziemlich viel erreicht. Lass ihn in Ruhe und geh zurück zum Hafen. Ich bin schon unterwegs. Es ist Zeit zum Feiern. Wir haben gewonnen. Lass McKay in Frieden und begib dich zurück zur Küste. Na los, Rucksack! Auf zur Fiesta auf dem Festland! Ich wette, sie warten schon mit der Piñata auf dich. Wahrscheinlich. Was? Ich soll den echt... Ernsthaft? Aber... Wie meine Großmutter schon sagte, wer einen Preis hat, ist eine Hure. Blödes Arschloch. Kann okay, ich dir gut, nicht... wie wär's mit... Bitte nein, töte mich nicht, ich hab ein Kind! Oh mein Gott. Scheiße, ich kann nicht mal so tun. Ich fass es nicht, ey. Aber was passiert, wenn ich ihn jetzt erschieße? Was passiert dann? Bin ich dann der Feind der Rebellion? Das bezweifle ich sehr. Was mit Olusso? Übrigens, iranische Pesos sind so wenig wert auf dem globalen Markt, dass ich mir gerade meine Freiheit praktisch für einen doppelten Kaffee kaufe. Was für ein Drecksack, ey. Ich würde den am liebsten... Ich glaube nicht, dass man den erschießen kann, oder? Ich verspreche dir, wenn ihr die Regierung auf dieser Arschwasserinsel übernehmt und Anschluss an die moderne Welt finden wollt, kann ich euch dabei helfen. Ist das so? Jetzt? Du bist nicht böse, dass deine Freunde tot sind, oder? Doch, ich bin sogar sehr böse. Ich glaube aber nicht mal, dass man den umbringen kann, oder? Ich versuch's mal. Es
dich selbst gefickt, Rucksack! Adios, McKay. Oh, wow. Moment mal. El este para siempre, Dani. Yelena. Ich wünschte bloß, von Ron hätte gesehen, wie du den Wichser erledigst. Scheiß auf McKays Geld. Applaus für Dani. Wow. Ich wusste nicht, dass es geht. Ich hab genug Regenkalt. Von daher halte ich es nur für angemessen, wenn ich... Oh, Juan wird sauer sein, oder? Lucky. Heute fühle ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Mhm. Wenn ich in die Augen eurer Generation sehe, sehe ich dasselbe Feuer, dieselbe Leidenschaft und dieselbe Hoffnung, die ich in meiner sah. Mhm. Gemeinsam haben wir die Chance, etwas Neues zu erschaffen. Ihr seid dran. Gut. Macht das hier zu Yaras letztem Krieg. La Moral. Legenden von 67. Bienvenidos al este, Clara. Willkommen bei Libertad. Gracias. Aber nein. La Moral kommt gut zurecht. Ist das so? Wir helfen Castillo zu töten. Aber wir behalten noch Libertad im Auge. Ich soll darauf vertrauen, dass dieser faltige Opa unser Yara rettet? Nein. Wir kämpfen. Wir folgen nicht. Ich kann sie leiden. Das tue ich auch. Wir sehen uns in Esperanza. Ist Juan sauer auf uns, dass wir ihn umgebracht haben? Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es klappt. La Moral und die Legenden werden mit Libertad zusammenkämpfen. Klasse, klasse, klasse. Ich war so überrascht, dass man den umbringen kann. Academia Leonis Sanchez Esperanza. Ich weiß, dass viele über die Revolution von 67 sprechen, als wäre sie ein Traum. Dass diese Mörder Helden waren. Doch sie löschen eure Zukunft aus, so wie die meines Vaters. Was ist mit Diego los? Wenn ich in eure Augen blicke, sehe ich Löwen. Libertad, La Moral, Mörder von 67, das sind Lügen. Die Wahrheit, die tragen alle denselben Namen. Terroristen. Ich habe die Vision, das Paradies wieder aufzubauen. Doch diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass wir dieses Paradies mit Blut bezahlen. Möge dies Yaras letzte Revolution sein. Sichern wir den Sieg für die Löwen. Diego. Ich habe immer noch Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung, dass er... Verdammt. Klar wird. Ich wünschte, ihr wärt hier. Oh. El Tigre. Die Legende. Okay, wir haben... Okay, Moment mal. Wir haben tatsächlich McKay umgebracht. Haben wir nicht? Offensichtlich nicht. Ich habe ihn in den Kopf geschossen. Wie soll er überlebt haben? Okay, wir gehen erstmal dahin. Vielleicht muss man die Mission auch erstmal beenden. Das ist natürlich auch möglich. Verlasse das Hauptquartier von La Moral. Ich war kurz davor zu gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ganz ehrlich. Wo ist denn jetzt diese Party? Ich hab Lust. Mhm. Jetzt ist der Einsatz abgeschlossen. Deportiert. Verbindung zum Ausland kappen. Kanadier, was? Wir haben was fürs Handgelenk bekommen. Natürlich erhöht sich die Militärpräsenz. Selbstverständlich tut sie das. Das tut sie doch immer. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Haben wir... Ah, Muerte. Da haben wir es doch. Das Schweinchen. So, okay. Wir haben alle erledigt. Bis auf Diego Castillo. Wobei ich denke, dass wir ihn ein bisschen überzeugen können, dass er nicht zu ihm hier gehört. Zu dem Teufel von Yara.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo haben wir denn hier noch was zu tun? Oder bekommen wir einen Anruf? Vielleicht bekommen wir einen Anruf. Wir gehen mal. Wir feiern mal mit den Leuten hier. Ich höre Geschrei von da hinten. Ich weiß nicht, wer hier feiert und wo sie... Okay, die feiert. Ich weiß nicht, mit wem sie feiert und was sie sich eingeworfen hat, aber sie scheint Spaß zu haben. Oh Gott. So. Okay, hier feiern einfach alle. Ach, guck dir mal das Feuerwerk an. Ist das nicht schön? Das ist doch ein Traum. Wunderschön. Ich dachte, wir können zusammen mit den ganzen Leuten feiern, aber anscheinend ist hier niemand, den wir kennen. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen... Oh, Moment, was ist das? Verhandlungstricks. Oh, wir haben ihren Kapitän. Sie haben unsere Felicia. Es wird Zeit, einen Deal zu machen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Oder wir haben es nicht gemacht. Ich glaube, wir haben es nicht gemacht, ne? Was haben wir denn hier noch für Einsätze? Verhandlungstricks, das verlorene Paradies, die Saat der Liebe. Bitte nicht stören. Die Störsender von McKay müssen wir auch noch. Okay. Ich weiß allerdings nicht, wo das sein soll. Wir machen erstmal den hier. Verhandlungstricks. Wir machen erstmal die Verhandlungstricks und dann schauen wir, ob wir das andere finden. Ich mache hier mal einen Absprung. Einen kleinen Absprung für mich, aber einen riesen Absprung für Yara. Ist mir gerade so eingefallen, der Spruch. So, da hinten müssen wir hin. In, ja, 500 Metern Entfernung, aber ziemlich weit hoch auf dem Berg. Da kommen wir niemals hin. Da kommen wir niemals hin. Kann ich irgendwo stoppen zwischendurch? Vielleicht macht es eher Sinn, wenn wir uns hier ein Pferd schnappen, oder? Wir könnten uns hier ein Pferd schnappen. Da muss ich aber auch erstmal hinkommen. Das, ja, aber auf jeden Fall kommen wir da schneller an als oben auf dem Berg. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will keinen Ärger, ich will keinen Stress. Hier explodiert wieder alles um mich herum. So, ihr macht das, ne? Ihr braucht mich nicht dafür. Ich will nur ein Pferd. Ich will echt nur ein Pferd. So, Pferd rufen und zwar... Oh ja, El Unicornio. Es gibt nur eins. Und es hört nur auf dich. Sehr geil. Na komm schon. Los jetzt. Keine Sorge. Ist das ein Traum? Ich tue dir nicht. Das ist doch ein Traum, oder? So, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Wir müssen diesen Kapitän übergeben. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. So. Und da sind wir auch schon. Was? Los. Was ist hier los? Hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Ja, das hätte nicht sein müssen. Ich hätte auch einfach hier reingehen können. Ach, hier ist der Kapitän. Ah, okay, okay. Mach das Ding kaputt. Wunderschön. Komme ich da dran? Yes. Ein Supremo-Kleber, was auch sonst. So, bevor ich hier mit dir interagiere, schaue ich mir an, was wir hier noch alles finden können. Ein bisschen Schrott. Oh, hier kann man noch was lesen. Handschriftlicher Brief. Mörderdame. Ich komme gerade von der Finca von Petra Tocca. Sie ist nicht glücklich und hat gedroht, alles hinzuschmeißen. Verständlicherweise. Sie wird fast jeden Tag von Soldaten belästigt. Wir brauchen sie und ihr Netzwerk von Bauern. Wenn sie aufhört und sie und ihre Bauern sich auf die andere Seite schlagen, sind wir am Arsch. Hier besteht die Gefahr... dass hochsensible Informationen durchsickern. La Moral muss so schnell wie möglich jemanden schicken, der nach ihr schaut. Läufer.
Geheimbotschaft. Okay. Die Botschaft habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber die werden wahrscheinlich schon wissen, um was es geht. Ich würde sagen, ich glaube, wir müssen mit dem... Wir müssen mit dir interagieren, oder was? Oh, hier ist noch was zum Lesen. Ah, hiermit. Das müssen wir einsammeln. Okay, aber ich will erstmal hier lesen. Erstmal lesen. Hingekritzelte Nachricht. Statuscheck. F. Fehlt seit 3 Tagen unentschuldigt. S. Alles okay. Springer. Alles okay. Läufer. Alles okay. War das wieder eine Geheimbotschaft? Ich habe keine Ahnung.